Hi, my dear friends. Here I am again. This time a bit late because I took the bus all across the island to the northern coast of Madeira to Santana. I have no idea. I just wanted to be here one time. The bell is belling. The bell is ringing. Yeah. What we want to do? I will walk down somewhere and look around. Maybe I find something to eat. I'm quite hungry by now. Well, I had breakfast, but was not enough. It's quite cold here in the north. I should have taken my long trousers with me. Yeah, but I can stand it. And if I walk, it will get warm. As I said, no idea what to do today. Just let's see what we find. Bye. Okay, folks, first mission accomplished. I found something to eat. I found a supermarket and bought two chocolates. So I think this will do it for the hunger. I also have a beer with me. No alien life without beer. But now I have to find a nice place to sit down, eat my chocolate and drink some beer. Until then. Thank you.
once again from Santana. Oh, I do not regret it to have gone here, because believe it or not, it's like going to another island. It's some kind of different feeling here. The people are some kind of different. The whole feeling, the atmosphere is completely different. It's not just colder and some different vegetation. Everything feels different here. And more flowers are here right now. As you see, I didn't film much flowers in Funchal this year. But here in the north, the flowers seem to be a bit later. I don't know what that is. It's a loudspeaker car or something like that. I think there are elections soon here. I saw some signs which had slogans on them. So I think this is the old-fashioned way to advertise parties for the election. So there is a car driving around and a guy shouting some stuff. So now I want to get further and then drink a beer and you know what. So see you.
Tag Leute. Diesmal mal wieder auf Deutsch. Ihr seht, ich habe einen Regencape an. Ganze Zeit war es schön sonnig. Auf einmal fing es an zu f***en wie sonst was. Es fing an zu regnen wie sonst was. Und plötzlich hört es auf. Pass auf, gleich ist wieder die Sonne da und alles ist bestens. Ich stehe jetzt hier unter einem Dach von einem Supermarkt. Das einzige Vordach, das hier weit und breit, oder der einzige Regenschutz, der hier weit und breit zu finden war, es hat wirklich aufgehört. Kommen nur noch Tropfen, ein paar runter. Und dieser Supermarkt, ich habe zwar noch ein Bier im Gepäck, aber dieser Supermarkt schreit irgendwie, Bier kaufen. Naja, hat aufgehört zu regnen. Soll ich jetzt Bier kaufen? Ich glaube ja. Nur um sicher zu gehen, dass ich welches habe, weil im Hotel habe ich auch keins. Ich habe heute Morgen mein letztes Fläschchen Sarko aus dem Hotel mitgenommen. Madeira-Wein habe ich auch keinen mehr im Vorrat. Und es kann sein, dass ich heute Abend etwas zu spät ankomme, um noch in den Supermarkt zu gehen. Gute Ausrede, Bier zu kaufen. Also, lasst uns Bier kaufen.
Hallo. Hallo, liebe Leute, ich habe mich entschlossen, ein bisschen weiter an der Küste lang zu gehen, anstatt hier in Santana rumzuschimmeln. Habe eine wunderschöne Straße gefunden, wo der Bus lang fährt. Jetzt muss ich hier halt nur aufpassen, dass ich zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr gut aufpasse, weil dann fährt hier der Bus irgendwo lang. Ja, das macht Spaß. Immer auf und bergauf und bergab jetzt momentan. Aber ihr seht, wie ihr eben gesehen habt, ich werde mit fantastischen Aussichten belohnt. Ja, und anstatt da in Santana die ganze Zeit nur einfach hin und her zu laufen, mache ich mich jetzt auf den Weg nach, oh, was weiß ich, Cremadas? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Naja, aber die Straße führt hier lang. Ja, da oben fährt der Bus, ist wunderbar. Ich bin also auf der richtigen Strecke. Ach ja, kein Alien Life ohne Bier. Mein einziges Taco. Vorhin im Supermarkt habe ich leider nur Korall das Freiers gekriegt. Korall heißt es eigentlich. Ja, ihr seht, ich bin guter Laune. Es macht Spaß, auch wenn es momentan vielleicht ein klein wenig anstrengend ist, das hier auf und ab hier wieder. Aber das kennen wir ja, das ist Madeira. Also, bis denn, ne? Folks, now's the English again. As you see, I wear that funny Teletubby raincoat again, and I got to know one special thing about the north of Madeira. I have to tell you. Well, okay, in the south of Madeira, the weather changes quite slowly. In the center, in the heartland of Madeira, you have still some time to get your raincoat out if it starts to rain. Here in the north, it's 1 second, not more, maybe less. It starts instantly raining, full force, and it also abruptly stops, so, really in the blink of an eye. So keep that in mind if you go to the north of Madeira. Wow, this is wild. You see, now the sun is shining again. Just a few minutes ago, there was a rain shower. You get it only in Madeira. So, time to get rid of that stupid raincoat. Folks, I have a good chance to have done something really stupid again. So I went that road to
I don't even try to speak out that name because it would be wrong. So I say to somewhere where a bus goes. It will go at in about 2 hours. So I have still loads of time. But somehow that raincoat is stupid. Okay, somehow I took the wrong road, I think so. There are bus signs here which say that the bus lines are going here. But a non-English speaking woman at a cafe I filmed before told me, "No, no bus, no more, only in the afternoon, you must go to Santana." So I have a good chance to crash on the north side and don't have any chance to get back to Funchal. I still think I have luck. I will make it just in time to that bus stop and will be happy. So just want to inform you, if somebody finds this camera, this is Alien Sonny for Alien Life, Return to Madeira. I've done my best. See you. Now we are approaching a tunnel for the first time on that hike, for the first time in this year at all. And it has a footpath at the side that's quite comfortable. It's better than without a tunnel. Yeah, so we are getting into that tunnel and hope it isn't too long. Not too much people driving here, so we will not smell many gasoline. Oh, look, that's nice. Wow, I spent the night here. I don't hope so, but it would be a possibility. Ah, I don't know the word. Dodgy English. Ah, no. There's the other entrance. So, we will get out of it. Maybe before any car enters. Very few cars here, which tells me that this is not my bus route, I think. Thank you.
Guten Abend, Freunde. Also ich bin hier heute Abend in dieser Bar gelandet. Irgendwo Ilia heißt so oder so heißt das. Bin hier jetzt einigermaßen besoffen, weil ich habe hier einen Poncho in mich reingekloppt, nachdem ich schon all das Bier getrunken habe. Und ich warte jetzt hier auf meinen Bus, der hier so um 17.30 Uhr oder so anrollen soll und mich nach Funchal bringen soll. Ich hab's also geschafft. Das ist pure Manpower und pures Glück. Okay, das war mal wieder eine ziemlich lustige Angelegenheit, weil ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen verfranst. Ich hätte mehr an der Küste lang gehen sollen. Irgendwo habe ich eine Abzweigung verpasst und bin stattdessen ins Landeseinwärts gelatscht. Ja, und so hätte ich tatsächlich beinahe eine Nacht im Norden der Insel verbringen müssen. Irgendwie. Und hier fährt jetzt wieder der Bus. Also ich werde heute Abend im schönen Bett im Hotel schlafen. Anstatt, wie ich mir schon vorgestellt hatte, ich habe eigentlich gedacht, ich laufe dann nach Arco Sau Rorge, oder wie das heißt. Ich kann immer noch kein Portugiesisch. Und mache von dort aus den Weg nach Encumea, da ist sicherlich auch falsch ausgesprochen, runter. Dann dachte ich so, ich würde dann halt die Nacht durchlaufen. Morgen früh dann um 7 Uhr noch was im Bus nehmen von Encumea da zum Hotel und dann halt den Tag verschlafen. Das ist jetzt nicht nötig, sondern ich werde gleich in einen komfortablen Bus steigen und dann über anderthalb Stunden mit diesem Bus in der halben Dunkelheit nach Funchal reisen. Das war heute wirklich eine schöne Wanderung, hat richtig Spaß gemacht. So, also in absehbarer Zeit fahren wir nach Funchal. Ihr hört gerade die Kirchenglocken vermischt mit dem Klingelton meines Handys, weil meine Liebste sicherlich schon auf eine SMS von mir wartet. Die soll sie auch gleich kriegen, weil ich habe hier noch einige Zeit zu warten. Kaffee in der Nähe von Santana auf LSD. Bis bald.